wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge. Heute mal nicht Minecraft, ein neues Spiel. Wir wollen mal Grounded ausprobieren. Grounded ist, sag ich mal, ein Spiel, wo wir kleine Winzlinge sind, Elfen, Gnome, Heinzelmännchen, wie man uns nennen möchte. Wir müssen in einem riesigen Garten überleben und ich möchte nicht unbedingt unter einem Stein oder einem Blatt schlafen. Von daher gibt's heute mal ein kleines, ja, Haustutorial, so ein Starterhaus, wie man sich das, sag ich mal, Grounded schnell und einfach für den Start bauen kann, wo auch alles drin ist, was man erstmal zum Überleben braucht. Von daher schnappen wir uns ein paar Grashalme und auch ein paar Wurzeln und basteln unser Haus. Zuerst beginnen wir damit, uns ein paar Fundamente zu bauen. Das heißt, wir holen uns mal einfach ein paar Holzfundamente raus. Insgesamt 4 Stück brauchen wir, die wir dann einfach mal hier nebeneinander platzieren. Sobald wir die Fundamente haben, machen wir hier auch gleich eine Treppe an einer Seite hin, wo wir sagen, hier soll auch später unser Eingang sein. Als erstes machen wir darauf dann natürlich hier ein paar Böden. Auch hier brauchen wir wieder 4 Stück. Sobald wir die Böden haben, kommen wir schon zu den Wänden. Ich mache mir hier gleich vorne gleich mal eine Tür hin. Oh, ein bisschen Fummelei ist das, aber sie werden das mit den Updates noch beheben. So, dann haben wir schon mal hier unsere Türen gemacht. Jetzt mache ich mir immer so einen Wechsel von der Wand und ein Fenster. Das heißt, die hinter der Tür geht es gleich los mit einer Wand. Hier mache ich mir ein Fenster hin. Das heißt, hier mache ich mir wieder eine Wand hin. Fenster. Und dann kommt hier wieder, zack, eine Wand, Fenster. Und neben der Tür hier, zack, nochmal eine Wand. Jetzt nehmen wir einfach mal die Fenster und setzen die da rein, wo wir es natürlich jetzt freigelassen haben. Sobald wir das Ganze haben, kommen wir jetzt schon dazu, unser Dach jetzt draufzusetzen. Wir beginnen erstmal mit den Ecken. Da suchen wir uns hier diese Pizzastücke aus und platzieren die hier einfach mal in die Ecken. Ist ein bisschen Fummelei, aber wir kriegen schon hin. Immer hier in die schräge Ecke setzen wir dieses Dreieck. Zack, 4 Stück sollten reichen. Sobald wir die dann in jeder Ecke platziert haben, können wir jetzt einfach mal die kompletten Schrägen nehmen und die in der Mitte davon noch einmal platzieren. Das machen wir auch hier auf jeder Seite. Sobald wir das haben, holen wir uns noch einmal den Boden raus. Hier, den Floor holen wir uns raus. Den platzieren wir jetzt immer hier einmal auf jeder Seite in der Mitte. Ja, jede Mitte und jede Mitte. Sobald wir das hier auf jeder Seite haben, nehmen wir uns nochmal die dreieckigen Böden raus und platzieren die hier mit der Spitze zu uns gerichtet auch nochmal hier in die Ecken. Oh, müssen wir mal ein bisschen drehen. Sobald ihr seht, aha, das passt hier perfekt rein, könnt ihr euch das Ganze platzieren. So, auf der Seite machen wir das auch. Wunderbar. Sobald wir das Ganze haben, müssen wir einmal rausgehen aus der Hütte und einmal aufs Dach kommen. Ich verwende, um aufs Dach zu kommen, am besten immer ein Trampolin. Wupp. Und dann sind wir oben drauf. Hier oben wollen wir natürlich das Dach weiterbauen. Das heißt, wir holen uns noch einmal unsere schrägen Bauteile, die wir ja schon einmal verwendet haben. Die platzieren wir jetzt hier wieder einmal in die Ecke. Insgesamt 4 Stück brauchen wir auch hier wieder. So, sobald wir die da einmal drauf platziert haben, müssen wir einmal wieder in unsere Hütte gehen. Und da ist jetzt so ein, ja, ein bisschen so, dass wir jetzt hier nach oben kommen müssen. Obwohl, ich gucke gerade, ich kann das auch hier von unten machen. Dann schauen wir mal. So, wir müssen jetzt immer diese schrägen Pizza-Ecken hier so platzieren, dass, sage ich mal, die Spitze in die Mitte ist. So, dann mache ich das erste. Ihr seht, das ist in die Mitte. Dann drehe ich mir das hier nochmal einmal. So, drehen. Zack, wieder in der Mitte. Ihr seht, da machen wir dann insgesamt 4 Stück hier oben. So, dass wir das hier zumachen können. Weil das machen wir dafür, dass man, sage ich mal, oben bei unser Dach hier nicht mal reingucken kann. Ne, dann ist das komplett dicht. Soll ja auch nicht reinregnen, wenn wir da drin sitzen. So, jetzt haben wir das schon so gut wie abgeschlossen. Ich möchte mir das aber noch ein bisschen stabiler bauen. Das heißt, ich hole mir einfach mal die Holzfenster raus. Die platziere ich mir jetzt hier auf jeder Seite. Auch noch einmal. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Hier auf der Seite machen wir auch nochmal 2. Wunderbar. Dann haben wir jetzt das Ganze nur unten stabilisiert. Unser Starterhaus steht jetzt. Wir müssen nicht mehr im Freien schlafen und können endlich uns in Ruhe auch mal hinlegen, ohne dass die Ameisen kommen und uns wieder anknabbern wollen. Ja, ich bedanke mich erstmal wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut rein und tschüss!